Hey Leute, herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Heute gibt es das lang ersehnte Fotovideo von mir, also 5 leichte Tipps für bessere Fotografie. Ich bin kein professioneller Fotograf, ich mache das hobbymäßig und möchte euch einfach nur 5 leichte Tipps eben mit auf den Weg geben, damit ihr vielleicht etwas für die Zukunft lernen könnt, irgendwie ein kleines Fundament bekommt, auf dem ihr dann eure Fotokenntnisse aufbauen könnt, keine Ahnung. Vielleicht bringt es euch was, vielleicht auch nicht. Wer weiß das schon. Mein erster Tipp, den ich euch mit auf den Weg geben kann, ist es, dass ihr euch mit eurem Equipment, mit eurer Kamera, mit eurem Objektiv vertraut macht, dass ihr eben die Grundeinstellungen kennt und wisst, welche Einstellungen so gesehen was bewirken. Für die, die es interessiert, ich benutze ausschließlich für meine Bilder eine Fuji X-T10 mit dem 35mm 2.0 Objektiv. Ausschließlich, ich benutze nichts anderes dafür. Nur ein Objektiv, eine Kamera. Und mit Grundeinstellungen meine ich Blende, ISO, Verschlusszeit, alles Mögliche. Halt alles, was ihr mit eurer Kamera machen könnt. Damit solltet ihr euch vertraut machen. Da gibt es glücklicherweise genug Tutorials, genug Infovideos auf YouTube. Und das ist eben ein ganz wichtiger Bestandteil. Ihr könnt mit eurer Kamera, egal wie gut sie sein mag, egal wie teuer sie gewesen sein mag, ihr könnt keine guten Bilder machen, wenn ihr die Kamera nicht versteht. Deswegen der erste Tipp, lernt eure Kamera kennen. Kommen wir auch schon zum zweiten Tipp. Und der zweite Tipp ist ein Tipp, der wirklich so simpel ist, aber so viel mit einem Bild machen kann. Und zwar ist es, dass ihr auf gerade Linien achtet. Ich blende euch mal ein Beispiel ein, bei dem es nicht gemacht wurde. Und vielleicht erkennt ihr dann, was ich damit meine. Vor allem die Horizontlinie eines Bildes ist ziemlich wichtig. Es hat eine riesengroße Auswirkung auf euer Bild, ob ihr gerade Linien habt oder ob eure Linien oder eben die Horizontlinie nicht gerade ist. Dem Laien fällt es nicht auf. Jemand, der kurz ein Urlaubsbild mit dem Handy macht, dem ist es auch scheißegal. Aber wenn ihr einmal darauf achtet, dann werdet ihr es in jedem Bild sehen, wenn Linien nicht gerade sind. Wenn ihr mal darauf achtet in meinen Instagram-Bildern, dann werdet ihr sehen, dass die meisten Linien, sei es die Horizontlinie oder also sei es waagerecht oder senkrecht, dass die Linien meistens gerade sind. Es wirkt einfach harmonischer und wie gesagt, wenn ihr es einmal seht, dann werdet ihr immer sehen. Ja. Achtet darauf, probiert es mal aus, geht mal durch Instagram und so und sucht nach ungeraden Linien. Also zweiter Tipp, macht die Linien gerade. Das führt auch eigentlich schon zum dritten Punkt und das ist die Bildkomposition im Allgemeinen. Einfach so, wie euer Bild aufgebaut ist quasi. Also die Perspektive, was alles in dem Bild drin ist, also was ihr da reinnimmt, in welcher Relation es zueinander steht, das ist eine absolut traumhafte Beschreibung. Ich kann euch da Beispiele zeigen, die ich mir bei der Bildkomposition wichtig sind. Bei mir, wie eben schon gesagt, natürlich die geraden Linien oder eben Fluchtlinien, also Linien, die auf einen Fluchtpunkt führen, die zu einem Fluchtpunkt führen, eben eine symmetrische Komposition, wie hier ein bisschen zu sehen. Auf den ersten Blick werdet ihr euch denken, okay, cool, Ober steht in der Mitte, was mir auch sehr wichtig ist. Und gut, oben ist halt, das ist eine, also er steht unter einer Brücke, unten seht ihr den Asphalt und oben seht ihr die Brücke. Und ihr werdet euch erstmal denken, so, cool, geil. Wenn ihr das Bild genauer anschaut, werdet ihr sehen, dass die Brücke oben dunkelblau ist und mein Opa einen dunkelblauen Sweater trägt, die Hose weiß ist und der Asphalt halt dann eben grau, also hell, dunkel. Und ihr werdet sehen, dass der Pulli genau auf der Höhe abschließt, wo die Brücke auch abschließt. Es sind eben diese kleinen Dinge, die die Bildkomposition, den Aufbau eines Bildes für den Laien nicht erkenntlich sind, aber die, wenn man genau darauf achtet, eben viel ausmachen können. Und deswegen ist es mir wichtig, wie mein Bild aufgebaut ist, was im Hintergrund ist, dass es eben, dass die Farben etwas passen, dass ihr einfach darüber nachdenkt, wie ihr euer Bild macht und nicht einfach nur den Auslöser drückt. Das meine ich mit Bildkomposition. Hoffentlich ist es etwas klarer geworden. So, weiter geht's und das ist die Bildbearbeitung. Für mich ist die Bearbeitung bei Lightroom, also ich benutze Adobe Lightroom, für mich ist die Nachbearbeitung ganz wichtig, weil ihr dann nochmal, ihr könnt das Bild schärfen, ihr könnt aus den Farben noch einiges rausholen, ihr könnt es erstmal auch zurechtschneiden. Ihr könnt so viel mit der Nachbearbeitung noch machen und das wird auch sehr häufig unterschätzt.
Ihr könnt selbst die Retusche mit Lightroom machen. Und die Nachbearbeitung kann einen so wichtigen Teil und einen so wichtigen Aspekt der Fotografie ausmachen. Und das wird eben häufig nicht beachtet. Oft werden einfach Bilder gemacht. Keine Ahnung, ich habe jetzt eine Canon 700D. Denke mir, war die ist ja geil, Spiegelreflex. Komm, ich mache mal ein Bild und dann geht's direkt auf Instagram. Wenn ihr euch danach noch 10 Minuten, 15 Minuten Zeit nehmt, das Bild nachbearbeitet, eben noch ein bisschen mehr aus dem Bild rausholt, dann werdet ihr auch ein besseres Resultat erzielen und coole Bilder haben im Endeffekt. Gut, und der allerletzte Punkt dieses traumhaften Photography-Videos ist es, dass ihr euch in Geduld übt und dass ihr endlich einseht, dass gute Fotografie nur aus Erfahrung resultieren kann. Ihr könnt nicht einfach mal so hingehen und euch eine Sony Alpha, was weiß ich, kaufen oder eine 5D Mark IV. Einfach irgendeine geile, teure Kamera und euch denken, krass, ich bin jetzt Profi-Fotograf, ich mache jetzt richtig geile Bilder. Ihr werdet das nicht hinbekommen. Im Umkehrschluss, wenn ihr jahrelang Fotos gemacht habt, wenn ihr quasi eine Passion dafür entwickelt habt, dann wird es euch auch leicht fallen, mit einem iPhone beispielsweise ein gutes Bild schießen zu können. Denn es steckt so viel mehr in der Fotografie als ein gutes Equipment oder eben nur als eine gute Kamera. Viele Faktoren spielen da eine große Rolle. Das lernt ihr erst, wenn ihr viele Bilder macht, wenn ihr viele schlechte Bilder macht. Es bringt nichts, wenn ihr zu verbissen an die ganze Sache rangeht, wenn ihr euch sagt, ich will jetzt gute Bilder machen, ich will, ich weiß nicht, ich habe auf Instagram das und das Bild gesehen und so will ich, dass meine Bilder auch aussehen. Meistens steckt dahinter jahrelange Arbeit, eben auch unbewusste Arbeit, um seinen eigenen Stil zu finden. Das funktioniert eben nur mit der Zeit. Also ihr solltet Spaß an der Fotografie haben, ihr solltet Spaß daran haben, Bilder zu machen, diese zu bearbeiten, diese auf Social Media Kanälen zu teilen, weil das gibt euch auch einen kleinen schönen Boost, wenn ihr eure Arbeit irgendwo auch der Welt zeigen könnt. Macht es einfach, probiert es aus. Fliegt auf die Schnauze, macht schlechte Bilder, macht auch gute Bilder dann. Das kommt dann automatisch mit. Und ja, habt einfach Spaß dran, genießt es. Ich hoffe, dass ihr irgendetwas Positives aus diesem Video mitnehmen könnt. Schreibt mir nochmal in die Kommentare, ob ihr das Video gut fandet. Falls ihr irgendwas sehen wollt, sagt mir Bescheid. Wenn nicht, dann lasst es, bleibt für immer stumm. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen, auch wenn es nichts mit Streetwear in dem Sinne zu tun hatte. Lasst doch mal gerne einen Daumen nach oben da, abonniert mich doch auch gerne und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen, hab euch lieb!